Habt ihr euch eigentlich auch immer schon gefragt, was so ein Agile Coach eigentlich macht und wofür man den eigentlich braucht? Ich glaube, ein Agile Coach kann im Unternehmen auf verschiedenen Ebenen tätig sein und auch seine Wirkung erzielen. Auf der einen Seite für das Unternehmen an sich, um gewisse Rahmenbedingungen zu ändern. Auf der anderen Seite für das Team, um das Team zu entwickeln und zu enablen. Aber auch ganz wichtig für Führungskräfte und das Management, um in einem neuen Kontext anders agieren zu können. Und darum geht es in diesem Video. Willkommen bei Agile Heroes Education. Hi, ich bin Michelle von den Agile Heroes und ich arbeite hier selbst als Agile Coach. Und ich möchte euch ein bisschen darüber erzählen, was so ein Agile Coach eigentlich macht, wie er in den verschiedenen Kontexten, in den verschiedenen Beziehungen unterschiedliche Wirkung erzielen kann. Einmal für das Unternehmen, einmal für das Team und einmal aber auch für Management und Führungskräfte. Was macht ein Agile Coach für ein Unternehmen? Für mich arbeitet der Agile Coach ja in einem Unternehmen, aber auch für das Unternehmen. Bedeutet, er ist dafür zuständig, dass die Rahmenbedingungen des Unternehmens so angepasst werden, dass man agiles Arbeiten überhaupt möglich macht. Als Beispiel, man muss in einem bestimmten Kontext anders arbeiten. Das heißt, bestimmte Büroräume sollten anders gestaltet werden. Es muss eine andere Art der Zusammenarbeit sein. Es müssen Treffpunkte geben, wo sich Menschen begegnen können. Rein zufällig in der Kaffeeküche, aber auch in einer neuen Bürokultur, die sich vielleicht manchmal erst finden muss. Der Agile Coach arbeitet also in dem Unternehmen daran, die Rahmenbedingungen und Rahmenparametern so zu verändern, dass agiles Arbeiten überhaupt eine Wirkung erzielen kann. Und da kann er eine große Wirkung leisten. Der Agile Coach kann auch auf einer weiteren Ebene für sehr viel Wirkung sorgen. Und zwar auf der Teamebene. Der Agile Coach ist dafür da, das Team zu enablen und mit der neuen Situation umzugehen. Denn auch für das Team ändert sich viel im agilen Kontext. Es geht vielmehr um das Thema Selbstführung und Selbstmanagement. Und da gilt es einfach, ein Mentor zu sein, ein Coach zu sein, ein Trainer zu sein, zu unterstützen und mit dem passenden agilen Framework dort zu helfen, wo es nötig ist. Das Team hat vielleicht auch eine gewisse Verunsicherung und der Agile Coach kann dafür da sein, einfach dem Team diese Unsicherheit zu nehmen und einfach darauf zu achten, dass es nach den agilen Werten einfach bestmöglich arbeiten kann in den, wie ich eben schon gesagt hatte, vom Unternehmen neu gestalteten Rahmenbedingungen. Wenn sich die Rahmenbedingungen vom Unternehmen verändern, gleichzeitig aber auch das Team auf einmal anders agiert, müssen natürlich auch Management und Führungskräfte sich anders verhalten, anders agieren, anders mit der Situation umgehen. Und da kann der Agile Coach auch eine große Wirkung erzielen und sich sehr gut einbringen. Das heißt, bei dem Mentoring, Coaching von Führungskräften und dem Management. Wie gehen Sie auf einmal damit um, wenn sich Teams auf einmal mehr selbst organisieren, wenn sie gleichzeitig aber auch mehr selbst entscheiden wollen, wenn man vielleicht gar nicht mehr dieses Command and Control hat, wie es früher gang und gäbe war. Das macht auch viel mit Führungskräften und viel mit dem Management. Und in diesem Umgang, in dieser neuen Situation, ist der Agile Coach als Ansprechpartner da und kann so im Coaching und in der gemeinsamen Arbeit helfen, diese neue Situation zu verbessern, sodass es in der Gesamtheit, also Unternehmensveränderung, Teamveränderung und die eigene Veränderung des Management, das Unternehmen in eine positive Zukunft führt. Und so ergibt sich ein ganzheitliches Bild, wo er auf den verschiedenen Ebenen in diesen verschiedenen Kontexten arbeitet. Also, nochmal zusammengefasst, was eigentlich macht der Agile Coach? Er macht sicherlich noch viel mehr als das, was ich jetzt hier gerade erzählt habe. Aber die wichtigsten Elemente sind für mich, er arbeitet auf der Unternehmensebene an neuen Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit. Er arbeitet mit dem Team gemeinsam am Thema Selbstführung und Selbstmanagement und hilft, Unsicherheit zu nehmen. Und das Gleiche macht er auch beim Management und bei Führungskräften. Wie gehen Sie mit der neuen Situation um und wie können auch Sie im Sinne des Selbstmanagement und in einem neuen Führungsverständnis neu agieren und so das Bestmögliche für das Unternehmen raus. Ihr denkt euch sicherlich, wow, das sind hier echt viele Dinge und Themen, auf die es so zu achten gibt. Aber wie kann ich das alles beachten, wenn ich davon gar keine Ahnung habe? Wir bei den Agile Heroes haben erfahrene Agile Coaches, die das schon in verschiedensten Unternehmen gemacht haben. Also kommt gerne auf uns zu, stellt uns eure Frage und wir können euch dabei helfen, gemeinschaftlich einen Weg zu finden und an den richtigen Stellschrauben zu drehen, und einfach im agilen Sinne mit etwas zu starten, was zu einer Verbesserung führt. Und dafür würden wir euch gerne unsere Hilfe anbieten, dass wir euch dabei begleiten dürfen. Ihr habt die richtige Person in eurem Unternehmen, wo ihr denkt, Mensch, von der Grundeinstellung, von dem Talent, was diese Person hat, wäre sie eigentlich perfekt für den Agile Coach. Dann fehlt eigentlich nur der nächste Schritt, nämlich eine Ausbildung zum Agile Coach. Und diese Ausbildung könnt ihr bei uns bei den Agile Heroes buchen.
Also kommt auf unsere Seite, schaut nach und seid bei der nächsten Agile Coach Ausbildung dabei. Wir freuen uns auf euch. Dein Michel von den Agile Heroes.